So, Freunde, am Anfang Ballgewöhnungsübung. Wir machen leichte Ballarbeit zum Aufwärmen, die ich vormache. Bitte nachmachen. Ne? Und schneller. Bisschen Tempo. Ball richtig umsetzen. Und die Hüfte dabei bewegen. Schön locker. Hopp. Aus. Immer locker. Schneller. Ball fest. Hans-Georg Moldenhauer, worauf führen Sie es zurück, dass der Magdeburger Club in den letzten Jahren immer recht große Torleute hatte? Wir haben in der Tat in der zurückliegenden Zeit uns bei der Entwicklung unserer Torhüter darum bemüht, auch körperlich große Torhüter zu gewinnen und weiterzuentwickeln. Wir führen das, oder unsere Arbeit hat sich konzentriert, schon bei der Talentesichtung, ausgehend von den Spielen im Knaben- und Schülerbereich, solche Torhüter zu entwickeln und zum Club zu delegieren, die auch in diesem Bereich, im körperlichen Bereich, Vorteile aufweisen. Unserer Meinung nach ist das unbedingt auch vom internationalen Trend her zu beachten, denn ein Torhüter muss, das zeigen die internationalen Spiele, Weltmeisterschaften, Europapokalspiele, sich insbesondere in Luftduellen bewähren und behaupten können. Und davon ausgehend ist es eben neben einer guten Sprungkraft und Fangsicherheit und einer körperlichen Fitness auch erforderlich, dass ein Torhüter eine gewisse Größe mitbringt. Das wird für ihn immer von Vorteil sein. Das schließt natürlich nicht aus, dass es auch sehr gute Torhüter gibt, die im Bereich der mittleren Größe oder sehr klein sind. Aber sie werden eben logischerweise einige Probleme und Schwierigkeiten mehr haben als große Torhüter. Und darauf haben wir uns im Prinzip schon von der Talentesichtung her orientiert.